Okay. Dann. Okay, also zur Abwechslung mal wieder ein juristisches Thema. Diesmal wollen wir uns unterhalten über Open Source Lizenzen, also insbesondere die, die uns als WordPresser betrifft, die GPL-Lizenz. Das heißt, worüber unterhalten wir uns? Wir unterhalten uns gleich zuerst mal ein bisschen über einige urheberrechtliche Grundlagen, weil ansonsten versteht man nicht, was es mit der GPL-Lizenz auf sich hat. Da werde ich gleich ein bisschen durchhecheln, weil das wirklich nur so ein bisschen die Grundlage sein soll. Wenn einer da etwas mehr wissen will oder da Fragen hat, muss er mich einfach unterbrechen. Und danach wollte ich mich mit euch dann wirklich einmal über die GPL unterhalten. Das heißt, was ist das? Welchen Zweck hat sie? Und was ist, wenn ich sie verletze? Was ist, wenn ich ein Plugin zum Beispiel rein kommerziell betreiben will für WordPress? Kann ich das dann klonen? Das war ja die Frage, die vor kurzem mal aufgekommen ist. Gut. Also Urheberrecht. Wir haben hier in Deutschland oder eigentlich weltweit so eine ganze Reihe technischer und gewerblicher Schutzrechte. Ja, ihr kennt das alle. Wenn ihr eine Firma habt, seid ihr davor geschützt, dass dieser Firmenname von einem anderen benutzt wird. Wenn ihr eine technische Entwicklung habt, könnt ihr euch ein Patent dafür anmelden, was euch davor schützt, dass andere es nachahmen. Wenn ihr ein Logo habt, was ihr für euren Geschäftsbetrieb benutzt oder für ein bestimmtes Produkt, könnt ihr euch das als Marke eintragen lassen und so weiter. Und genauso gibt es natürlich auch das Urheberrecht, was einfach geistige Schöpfungen schützen soll. Nicht überall, aber in einem weiten Umfang. Das betrifft Sprachwerke, das betrifft Bilder. Und es wird, wenn es geschützt wird, weitgehend geschützt. Das heißt, das Ganze ist ein Recht, was man nicht greifen kann. Es ist halt nicht wie ein Eigentum hier an irgendeinem Gegenstand, wo ich sagen kann, hier, das ist meiner. Ja, weil wenn ich im Buch schreibe, ja bitte, was ist da? Das ist ja nicht das Buch an sich gemeint, sondern der Inhalt des Buches, den ich dann, oder der Inhalt der Webseite, den ich halt nicht kopieren darf. Das ist natürlich immer ein bisschen schwer zu fassen, weil es ist eigentlich ja nur ein Gedanke. Aber er hat sich irgendwo verfestigt. Und genau das ist, worauf es uns ankommt. Dieser Gedanke, diese geistige Schöpfung, die ist halt nicht nur im Kopf drin, sondern die hat irgendwo, ist sie manifestiert worden. In einem Buch, in einer Webseite, in einem Computerprogramm, in einem Theme. Wir haben ja Theme-Entwickler hier sitzen. Und da soll es dann auch geschützt werden. Das Ganze ist ein absolutes Recht. Das heißt, es bietet Schutz gegenüber jedermann. Also nicht nur gegenüber dem Vertragspartner, also nach dem Motto, du verkaufst dein Theme und vereinbarst mit dem, du darfst es aber nicht weitergeben. Das kannst du machen, aber das Urheberrecht gibt einen weitergehenden Schutz. Auch wenn ich das irgendwo mir runterklauen würde, dürfte ich es trotzdem nicht benutzen. Und es gibt mir auch sogar, es gibt sogar das Urheberpersönlichkeitsrecht, das heißt, es gibt mir auch den Anspruch, dass ich zum Beispiel als Urheber genannt werde, dass das Ganze nicht anonym geschehen darf. Das heißt nicht, dass ich jedweden Hinweis auf den Autor immer stehen lassen muss. Das werden wir gleich bei der GPL sehen. Da gibt es dann wieder Regeln zu. Aber auch das gehört dazu, dass also der Urheber nicht komplett verschwiegen werden darf. Es gibt mir gewisse Verwertungsrechte. Ich bin als Urheber der Einzige, der es eigentlich verwerten darf, auch damit Geld verdienen darf insoweit. Es hindert mich aber keiner, diese Rechte natürlich an jemand anderen abzutreten. Das Urheberrecht nicht. Das Urheberrecht bleibt immer bei mir. Das ist auch nicht übertragbar, das ist höchstens vererbbar. Aber die Ausübung, das Nutzungsrecht daran, das kann ich natürlich an einem anderen abtreten. Typischer Fall, er arbeitet für einen Arbeitgeber, entwickelt für den ein Programm oder ein Plugin. Wer hat das Urheberrecht? Du machst ein Plugin für deinen Arbeitgeber. Wer hat das Urheberrecht an dem Plugin? Nö. Du. Du hast es entwickelt. Also hast du auch das Urheberrecht. Es sei denn, es war nur Hallo Welt, dann fehlt die geistige Schöpfungshöhe. Aber du hast das Urheberrecht. Aber dein Arbeitgeber hat natürlich das ausschließliche Nutzungsrecht daran, weil er bezahlt dich schließlich dafür. Ja. Was das Ganze ein bisschen komplizierter macht, ist, dass das Urheberrecht eigentlich in jedem Land eigenständig geregelt ist. Es gibt ein sogenanntes Berner Übereinkommen, wo man sich auf gewisse Grundstandards geeinigt hat, aber alles darüber hinaus ist in jedem Land anders geregelt. Das heißt, es gibt Länder, die verlangten dafür, dass man dann so, ihr kennt das, dieses C im Kreis, ne, mit dem Jahresanzahl und dem Urheber dazusetzte. Das war in Amerika bis vor ein paar Jahren der Fall. Inzwischen braucht man es da auch nicht mehr. Andere Länder wie Deutschland verlangten es nicht. Da entsteht das Urheberrecht kraft Gesetzes in dem Moment, wo das Werk geschaffen wird.
Die Frage ist auch immer, wie lange ist dieses Urheberrecht gültig? In Deutschland sagen wir bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Es gibt, das ist in den meisten Ländern auch so. Es gibt auch Länder, die sagen zum Beispiel nur 50 Jahre. Andere Länder sagen 90 Jahre. Ein kunterbuntes Mix. Ja, da muss man natürlich dann auch unter Umständen darauf aufpassen, bei grenzüberschreitenden Sachverhalten. Und in dem Moment, wo wir uns in der Online-Welt bewegen, sind wir sehr schnell grenzüberschreitend. Du kannst unter deiner Homepage, das ist, was du wahrscheinlich auch machst, Copyright Michael Schönmeier 2018 drunter schreiben, das war ja deine Frage. Es stört nicht, es nützt dir aber auch nichts. Also es gibt ja keine weitergehenden Rechte als die du sowieso hast. Es ist trotzdem manchmal sinnvoll. Ich habe zum Beispiel auf meinen Seiten fast überall auch drunter stehen. Nicht, weil ich damit irgendwelche Rechte erwerbe, die ich sonst nicht hätte, sondern einfach, weil ich damit auch den letzten Kopieridioten klar mache, Junge, lass die Finger davon. Gut, manche kapieren es dann immer noch nicht, aber ne, also von daher macht es Sinn, aber es ist rechtlich nicht erforderlich. Ja gut. Ja gut, also das oder ich schreibe dann drunter Copyright 2000, dann, je nachdem wann ich angefangen habe mit der Seite, bis 2000 und dann das letzte Jahr. Okay, also wie gesagt, Urheber hatten wir eben schon gesagt, es ist das Schöpferprinzip, der es wirklich macht, ist der Urheber. Das Nutzungsrecht kann davon abweichen, zum Beispiel bei Arbeitgebern, bei Auftragnehmern natürlich auch. Ne? Du schreibst für mich ein Plugin, für das ich dich bezahle. Du bist der Urheber. Aber wenn du es für mich schreibst, kann ich es verwerten. Auch unabhängig davon, wenn ich nicht dein Arbeitgeber bin, sondern das im normalen Auftragsverhältnis oder so passiert. Ne? Klar, keine Frage. Bei den Urhebern gibt es natürlich nicht immer nur den einzelnen Kämpfer, sondern es gibt natürlich auch Miturheber. Ich kann eine Sache gemeinsam machen, ich kann gemeinsam ein Buch schreiben, ich kann auch gemeinsam ein Programm schreiben. Ne? Dann habe ich unter Umständen auch, gerade wenn die Sachen so verwoben sind, dass ich sie nicht mehr trennen kann. Ne? Ihr arbeitet zu zweit an einem Plugin. Ich kann ja nachher nicht sagen, die Datei stammt von dir, die Datei stammt von dir, denn im Zweifelsfall habt ihr eh kunterbunt durcheinander, wenn es nur bei der Korrektur war, gearbeitet. Das heißt, dann habe ich mit unter Urheber, die unabhängig von der Frage, wie sie es intern dann regeln, zuerst mal nach außen beide gemeinsam Urheber sind, was auch dazu führt, wenn sie es verwerten wollen, die dann gemeinsam sich natürlich einigen müssen, was sie damit machen. Also da reicht auch nicht eine Rechtübertragung von einem, sondern da müssen es dann halt auch wirklich beide machen. Das Urheberrecht selber entsteht eigentlich immer mit der Schöpfung. Das heißt, in dem Moment, wo das Werk nach außen ersichtlich ist. Also, dass ihr ein paar Jahre lang es in eurem Kopf habt, nützt nichts. Ihr müsst es schon nach außen irgendwie verkörpern. In dem Moment ist es aber entstanden. Und ab dem Moment wird es auch geschützt. Aber da hattest du eine Frage zu. Seitengedanke. Es gibt keinen Stand. Also wenn ich nichts definiere, gibt es nichts, dass es zurückfällt. Wenn ich, dann habe ich halt keine. Ja. Das ist ein. Also gerade nur zur Wiederholung, weil man dich jetzt hier nicht hören konnte im Mikrofon. Dein Thema war jetzt zum Beispiel der Content Cloud von de WordPress.org, wo ein Hoster die ganzen Beiträge kopiert hat. Da steht jetzt keine Urheberangabe bei, keine Rechteangabe. Ist aber auch vollkommen egal. Damit gilt das normale Urheberrechtsgesetz. Ne? Das heißt, an den Beiträgen hat der jeweilige Autor das Urheberrecht. Und andersrum, ich sage es jetzt mal untechnisch, de-wordpress.org, also der Betreiber dieser Seite, und das wäre in dem Fall ja dann die Foundation wahrscheinlich, auch ein Nutzungsrecht, weil da hat man es ja eingestellt mit Willen des Autors. Das heißt, jeder von denen, de-wordpress.org, die dann Nutzungsrecht dran haben, als auch der Autor, können natürlich jetzt die Unterlassung verlangen. Ne?
In dem Fall von dir kam ja sogar noch dazu, die haben ja nicht nur die Inhalte geklaut, sondern die haben ja auch die Autoren nochmal neu genannt, als wenn die jetzt für diesen Hoser schreiben würden. Das würde ich mir als Autor natürlich auch verbieten, denn ich bin kein Werbetestimonial für irgendeinen Hoster. No? Du kannst den für die Vergangenheit, für die Nutzung der Texte mit Sicherheit eine Rechnung stellen. Das Problem ist natürlich, dass du diese Texte bisher frei zur Verfügung gestellt hast und damit gezeigt hast, dass das Ganze eigentlich nichts wert ist, aus deiner Sicht jetzt, weil du es frei zur Verfügung stellst. Kann man sich drüber streiten, aber ein paar Euro sind da durchaus drin, ja. Freut den Hoster. Wie gesagt, es entsteht auch Kraft Gesetzes, also deshalb, du brauchst nicht mehr dieses Copyright dabei zu schreiben oder sonst dabei zu schreiben, Rechte vorbehalten oder so. Es entsteht einfach in dem Moment, wo du schreibst. Nein. Also, dein Fall, es ist benutzt worden, du willst eine Entschädigung haben. Das ist erstmal eine Entschädigung für die Vergangenheit. Du kriegst sogar zwei Entschädigungen für die Vergangenheit. Du kriegst einmal, ich sehe schon, da zieht einer die Brauen hoch und sieht gerade das Dollarzeichen. Nein, du kriegst einmal eine Entschädigung dafür, dass man dein Urheberrecht verletzt hat, sprich etwas benutzt hat, wo du nicht das Recht so eingeräumt hast, dass es benutzt wird. Und du kriegst eine zweite gleich hohe Entschädigung dafür, dass man dein Urheberpersönlichkeitsrecht verletzt hat. Das heißt, ein Werk von dir genutzt hat, ohne dass man gesagt hat, es ist von dir. Und es damit als eigenes praktisch ausgegeben hat. Damit ist aber zuerst mal das Ganze auch nur für die Vergangenheit geklärt, nicht für die Zukunft. Das heißt, wenn die das weiter nutzen wollen, müssen sie mit dir eine entsprechende Vereinbarung treffen. Das kann man natürlich in ein Gesamtpaket machen. Man kann in ein Gesamtpaket machen und sagen, du kriegst x Euro und dafür dürfen wir es auch weiter nutzen. Keine Frage, das geht. Aber zuerst mal sind das drei verschiedene Rechnungspositionen. Die Vergangenheit, Urheberrecht, Urheberpersönlichkeitsrecht und die Zukunft, auch das Urheberrecht wieder. Der Fotograf auf alle Fälle, weil er ist der Urheber, es sei denn, er hat es komplett wenn er alle Nutzungsrechte komplett abgetreten hat, dürfte nur der dran gehen, noch der das Nutzungsrecht dann hat. Aber typischerweise, ja. Ne, und das ist immer die Frage dann bei den Verlagen, die lassen sich meistens die kompletten Rechte dann an denen, die sie benutzen, abtreten, allein damit sie, weil sie sicher gehen wollen, dass dieses Foto nicht auch nachher noch im Konkurrenzmagazin erscheint. Ne, deshalb, da müsste dann wahrscheinlich sogar der Verlag dran gehen. Die meisten Verlage sind da allerdings auch hinterher. Das wärst du. Du hättest trotzdem noch das Recht, natürlich als Urheber genannt zu werden, wenn es irgendwo anders veröffentlicht wird. Okay, wie gesagt, steht Kraft Gesetzes, keine Formalia, nichts, was übrigens auch manchmal problematisch ist, ne? Bei manchen Sachen ist ja durchaus die Frage, wer hat denn jetzt ein Urheberrecht dran? Ne, wir können davon ausgehen, es gibt noch eins, aber wer hat es? Es gibt kein Register, wo wir das nachgucken können. Und wenn ich den Urheber nicht ausfindig machen kann, dann muss ich halt, so schön der Artikel oder das Bild oder sonst was ist, zur Not in den sauren Apfel beißen und sagen, ich kann es nicht benutzen. Andersrum gibt es natürlich auch ein Ende des Urheberrechts. Wir haben eben schon gesagt, 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Das muss man ein bisschen noch aufpassen bei Miturhebern. Also wenn ich ein Werk habe, was mehrere gemeinsam geschaffen haben, dann erliegt das gesamte Urheberrecht erst 70 Jahre nach dem Tod des letzten, des längst lebenden Miturhebers. Also ein klassisches Beispiel, wo es im Moment immer wieder hochkocht. Ihr kennt alle Karl Valentin, wir sind ja hier in Bayern. Ihr kennt auch wahrscheinlich den Münchner im Himmel. Karl Valentin ist ja nun schon etwas länger tot. Okay, ja, Valentin, genau, hast recht, aber man sieht es mir als Rheinländer nach. Bei uns ist das ein Valentin dann. Okay, nein, also er ist ja nun etwas länger schon tot. Das heißt, sein Urheberrecht ist eigentlich erloschen. Es gibt aber eine ganze Reihe Sketche von ihm, und dazu gehört auch der Münchner im Himmel, den hat er nicht alleine geschrieben,
sondern da hat Liesel Karstadt mit dran geschrieben. Es gab zwischen den beiden eine Vereinbarung, dass als Urheber nach außen trotzdem nur er in Erscheinung trat. Das heißt, sie hat ein Urheberrecht, sie hat ihm die ganzen Rechte auch abgetreten. Und sie hat auch auf das Recht verzichtet, als Urheber genannt zu werden. Aber nichtsdestotrotz ist sie ja noch der Urheber. Sie ist aber noch keine 70 Jahre tot. Das heißt, die Erben von Karl Valentin haben an diesen Sachen, wo Liesel Karstadt mit dran geschrieben hat, nach wie vor ein Urheberrecht. Ob das bei einem Text von Karl Valentin der Fall ist oder nicht, erfahrt ihr, wenn er das veröffentlicht und dann eine Rechnung kommt. Also auch das kann manchmal, wie ihr an solchen Fällen seht, etwas tricky sein. Und es gibt keinen vernünftigen Schutz dagegen, es sei denn, ihr fragt bei den Leuten nach. Und die müssen wir noch ausgegeben? Nein. Sie dürfen mich aber dann nicht verklagen, wenn ich dagegen verstoßen habe. Doch. Es ist ein absolutes Recht. Ich habe keine Verpflichtung, also unterstellen Sie jetzt mal, ich wäre der Erbe da. Ich habe keine Verpflichtung, dir in Auskunft zu geben. Wir haben doch keinen Vertrag miteinander. Aber du dürftest mir nicht sagen, es gibt keins und dann mich verklagen. Wenn ich dir sage, es gibt keins, dann dürftest du es auch benutzen. Dann würde dir allein schon dein Verschulden wegfallen. Abgesehen davon, dass in dem es gibt keins natürlich auch die Aussage liegt, du darfst es benutzen. Meistens. Aber wenn ich dir keine Auskunft gebe, ist das dein Risiko, wenn du es benutzt. Ja. Okay, die Frage ist jetzt, was ist geschützt? Es gibt also ein paar Anforderungen, es muss eine persönliche Schöpfung sein, also menschlicher Schaffensprozess. Ja, das heißt, klassisches Beispiel, die Fotos aus dem Weltraum. Also jetzt nicht die, die Alexander Gerst gerade immer twittert, sondern die von irgendwelchen, vom Hubble-Teleskop oder sonst was geschossen werden. Darf ich die eigentlich weiterverarbeiten? Ich frage dich ja gerade. Das ist eine Frage der Panoramafreiheit, teilweise auch um diese Sachen. Nee, darum geht es jetzt nicht. Panoramafreiheit wäre ja nicht das Thema, weil es gibt keine öffentlichen Straßen im Weltraum. Das wird einfach von daher mit dem Satellit, das ist ein Satellit, der die automatisch schießt da oben. Ja, aber wer entscheidet darüber, wann das Foto geschossen wird? Der Algorithmus, den Mensch geschrieben hat. Ja, du hast richtig gesagt, der Algorithmus entscheidet. Der sagt nämlich einfach, fotografiere eins nach dem anderen und sende uns die Bilder alle runter. Das ist kein Mensch mehr, der dahinter steht. Das heißt, an diesen Bildern gibt es tatsächlich keinen Schöpfer, keinen menschlichen Schaffensprozess. Das Ganze, um dann direkt das Gegenbeispiel zu machen, ihr geht zum Arzt und werdet geröntgt. Gibt es ein Urheberrecht an den Röntgenaufnahmen? Und wenn ja, wer hat die? Ja, der Unterschied ist einfach, da gibt es dann noch die Assistentin des Arztes, die da auf den Knopf drückt. Ja, aber die Schöpfungshöhe, die ist inzwischen sehr minimal. Also früher hatte man das gerade bei den Gebrauchsgrafiken, ja, da gab es ja die große und die kleine Münze. Vor ein paar Jahren hat der BGH in einem seltenen Weg der Selbsteinsicht erkannt, die hat es nie gegeben. Das haben wir zwar immer gesagt, aber steht nirgendwo im Gesetz. Genau. Ne? Genau dieses. Bei den Röntgenaufnahmen ist es in der Tat dann derjenige, der auf den Knopf drückt. Ne? Da ist es, auch wenn es wieder ein Automat dann macht, genau wie beim Fotoapparat hier auch. Aber zum Beispiel bei den Weltraumteleskopen, da sagt man tatsächlich, ja, da geht keiner selber hin und drückt den Knopf, sondern das geht einfach alles automatisiert. Und damit gibt es an diesen Fotos kein Urheberrecht. Aber das heißt, in der Webcam, die irgendwo steht und dauerhaft von einem Platz Bilder macht, könnte ich die Bilder einfach verwenden. Weil da ist auch kein Mensch, der da manuell immer sagt, jetzt ein Bild. Ja, aber der Witz ist, da hat aber ein Mensch sich hingestellt und hat sie entsprechend eingerichtet alles. Der Witz ist, ja, lassen wir jetzt nicht die Spitzfindigkeit nehmen zwischen der Webcam und diesem Weltraumteleskop. Der Witz ist, wo setze ich genau diese Grenze an? Ich setze sie da an, wo ich sie ansetzen will. Und genau das macht die Rechtsprechung da auch. Die sagt nämlich auf der einen Seite, nee, das können wir uns nicht vorstellen, dass da irgendwo noch ein Mensch mit zusammenhängt. Die wussten ja gar nicht, was da von Bilder entstehen können oder dies oder jenes. Ne? Das ist zu weit weg von unserer richterlichen Vorstellungskraft.
Ne? Aber ihr merkt schon, also diese Grenze, ich würde sie nicht unbedingt gehen, wenn sie nicht vorher schon geklärt wäre. Das Ganze muss in eine gewisse Form gegossen sein, das heißt, es muss irgendwie sinnlich wahrnehmbar sein. Das, was ihr im Kopf habt, ist noch nicht urheberrechtlich geschützt. Wenn es irgendwie zu Papier bringt, irgendwo, das muss nicht veröffentlicht werden, es reicht auch, wenn das Papier bei euch noch rumliegt, es irgendwo in den Computer tippt, irgendwo, auch jetzt zum Beispiel hier, das, was ich jetzt zu dem Thema weiß, was in meinem Kopf ist, ist nicht geschützt. Wenn ich es hier vortrage, wäre es entsprechend geschützt. Das heißt, dieses Video dürfte nachher wieder keiner kopieren, lassen wir jetzt mal außen vor, dass WordPress TV wieder eine Open-Source-Lizenz dahinter hat, dürfte ansonsten keiner kopieren. Ne? Also die Form selber ist dann wieder sehr weitgehend, aber es muss irgendwie nach außen wahrnehmbar sein. Und wie gesagt, es muss irgendeine individuelle Leistung sein. Ne? Also das Plugin, was nur sagt, Hallo Welt, da wäre ich noch vorsichtig. Ne? Wenn es Hello Dolly ist, hat es die Schöpfungshöhe schon erreicht. Ja, natürlich, der Text ist vielleicht kreativ. Aber selbst wenn es das nicht wäre, weil es schon zu alt wäre, allein der Algorithmus, der so einen Zufallsgenerator anwirft, das reicht schon, um eine gewisse Schöpfungshöhe zu haben. Ne? Also dafür brauche ich nicht das Programmiergenie, das kann auch ich sein. Ne? Gott sei Dank. So, welche Werkarten sind geschützt? Findet ihr irgendwo schon die, eure Programme oder Plugins, eure Themes? Also wir haben Kunstwerke im Angebot, Sprachwerke, Lichtbildwerke, Darsteller wissenschaftlicher und technischer Art. Das sind zum Beispiel irgendwelche Pläne, Landkarten, technische Pläne und so weiter. Und dann gibt es noch sonstige Werke, das sind so zusammengestellt, also Multimedia-Werke, ne, die sowohl Text als auch Bild als auch Video haben. Sammelwerke, Kochbücher, Kataloge. Aber wo findet ihr denn eure Computerprogramme? Nö. Nö. Ja, also tatsächlich, Sprachwerk heißt, sind Werke, die gedankliche und emotionale Wirkinhalte der Sprache zum Ausdruck bringen. Und zwar unabhängig von dem Inhalt, von der Bedeutung. Ne, das muss nicht in einer vernünftigen gesprochenen Sprache sein. Auch ein klingonischer Text wäre durchaus urheberrechtlich geschützt. Wirkinhalt kennt man doch. Das sind die Worte, die auch ein Jurist nur deshalb benutzt, weil sie im Gesetz stehen und sich so schön abheben nach dem Motto, hier, ich weiß was. Ne? Ich formuliere auch nicht alles um. Und Beispiel dafür sind halt Schriftwerke, Reden, aber auch halt Computerprogramme. Ne? Also die standen schon 1900 im Urheberrechtsgesetz, 1920 im Urheberrechtsgesetz drin. Programme, also jede Gestalt. Einziges Schutzkriterium da ist Individualität. Also es muss irgendwas sein, was wirklich mehr ist als Echo Hallo Welt. Wichtig in dem Bereich ist allerdings, geschützt ist das, was aufs Papier oder in den Computer gebracht wurde. Geschützt ist nicht die Idee und geschützt ist auch nicht die Logik, die dahinter steckt. Wenn mir also ein Team von dir gut gefällt und ich möchte es nicht kaufen. Ich könnte auch gucken, ja, was macht der denn? Oder ein Plugin, sag mal, wer macht das mehr Sinn? Ich würde ein Plugin von dir gefällt mir, ich möchte aber nicht kaufen. Ich kann mir natürlich gucken, wie macht er das denn und kann es nachprogrammieren. Gut, ich kann es nicht, aber jedenfalls würde es dann nicht das Ergebnis bringen. Ne? Aber theoretisch möglich wäre das. Geschützt ist wirklich nur die konkrete Form. Genau. Im Gebrauchsmusterschutz kannst du, im Designschutz, ja, meinst du, da kannst du durchaus auch Logik und so mit da reinbringen, da gibt es Möglichkeiten. Bei den Computerprogrammen ist in der Tat nur das tatsächlich Sichtbare geschützt, also der Programmcode. Die Regeln sind in vielen Ländern so. Es gibt aber durchaus Länder, wo es Softwarepatente gibt, wie USA. Wenn ich das
Nein, es ist zuerst mal ein neues Werk ist, wenn du es neu schaffst. Also es fängt ja schon damit an, wenn du seinen Code veränderst, brauchst du die Genehmigung von ihm dafür. Okay, da kommen wir gleich dann noch. Zu den Sachen kommen wir gleich noch. Das ist der Fall, wo das übrigens mal aktuell wurde, die Älteren unter euch. Kennt ihr noch MyVZ? Ja. Naja gut, wie lange gibt es das schon nicht mehr? Also jedenfalls nicht mehr in der öffentlichen Wahrnehmung. Gibt es noch? Okay. Da hat es durchaus mal die Auseinandersetzung gegeben, weil es war ja sehr eng an das Design und von Facebook und so angelegt. Ja, und es war sogar so, die hatten sich noch nicht mal die Mühe gemacht, wohl in ihren Codes alle Verweise vernünftig zu löschen. Das Ding ist einfach nachprogrammiert worden. Und damit es einfacher ist, haben sie die Klassenbezeichnung so teilweise alle gelassen. Das hat einen Gerichtsprozess gegeben, der hochgegangen ist, ich glaube, bis zum BGH. Und MyVZ hat gewonnen, weil es ist neu programmiert worden. Dass die Logik, die hinter Facebook stand, komplett übernommen haben. Nee, die Code nicht. Ja, aber die Logik haben sie auch übernommen, die hinter dem System stand. Das war alles egal. Sie haben es nur einfach neu geschrieben und fertig. Machbar, ich meine, hat ihnen nichts genützt, wie man sieht, aber machbar ist das durchaus. Ne, also deshalb, da muss man ein bisschen aufpassen. Was auch übrigens nicht geschützt ist, sind die Schnittstellen. Ne? Also wenn ihr ein Programm habt, wo ihr Schnittstellen habt, APIs, Schnittstellen, wie es bei WordPress gibt zum Beispiel, die Schnittstelle ist nicht dagegen geschützt, dass ein anderer da natürlich andockt und die nutzt. Wenn ihr die Schnittstelle, wenn die bestimmungsgemäß genutzt wird, nö, dann nicht. Wenn ihr in eurem Programm, also sagen wir so, wenn er wieder auf euer Programm einwirkt, dann mag es sein. Aber wenn er da nur die Inhalte abgreift, ist das zuerst mal nicht geschützt. Also, klassisches Beispiel, ihr macht sowas wie WordPress und das lassen wir jetzt mal eben aus vor, dass das Open Source ist. Da gibt es immer ein RSS-Feed. Auch ein RSS-Feed ist eine Schnittstelle. Wenn ich also jetzt da andocke und ich greife den RSS-Feed ab, lassen wir jetzt mal eben das Urheberrecht an dem Text, der da drin steht, wieder weg, weil das ist eine Sache der Autoren. Mit den Autoren kann ich eine entsprechende Vereinbarung treffen. Und ich nutze diese Funktion, die mir dieses Programm dann gibt, nämlich den RSS-Feed zur Verfügung zu stellen, um damit was anderes zu machen, kann ich das machen. Ist der Zweck, genau. Ne, aber deshalb, ich kann die Schnittstellen auch nutzen, selbst wenn der Urheber des Programms damit eigentlich nicht einverstanden ist. Das ist dann wieder eine Frage, das muss ich mit den Inhalte, mit den Urhebern der Inhalte dann klären, klar. Weil die nutze ich ja weiter. Doch, auch. Wenn der Autor damit einverstanden ist, stell dir vor, klassisches Beispiel, nimm so ein Angebot wie Google News, also so Content-Aggregatoren. Gibt es ja mehrere noch von. Die können selbstverständlich das über die entsprechenden Schnittstellen sich holen, das Zeug, wenn sie mit den Urhebern die Vereinbarung haben, dass sie es nutzen dürfen. Oder könnte WordPress oder wer nichts gegen sagen? Also Vorsicht. Ja. Also erstmal, wir dürfen jetzt zwei Sachen nicht unterhalten. Wir unterhalten uns gerade über Computerprogramme und die Urheberrechte. Deine Bedenken gehen auf die Urheberrechte der Inhalteersteller. Die sind, deshalb sagte ich eben, mit denen habe ich mich geeinigt. Die sind mir egal. Mir geht es jetzt um die Computerprogramme. Aber dein Beispiel war gut mit Twitter, mit der API. Ne? Ich meine, Twitter sieht es ja zugeben kritischer mit der API, dass sie genutzt wird, wie wir nun alle wissen. Trotzdem können sie nichts dagegen machen, dass ich sie nutze. Und ich kann natürlich Tweets da abgreifen über diese API und sie bei mir auf der Seite wieder darstellen. Unabhängig davon, ob die kommerziell oder privat genutzt ist, alles egal.
Ich kann damit eventuell die Urheberrechte der Tweet-Ersteller verletzen, aber das ist bitte wieder eine andere Ebene. Dann wäre es ja zum Beispiel egal. Oder wenn es die Tweets sind von jemandem, von dem du das machen darfst. Und selbst wenn ich das nicht mache. Du kannst es auch modifizieren, was du dann rauskriegst. Das führt dazu, dass was muss Twitter machen, wenn es das nicht mehr will? Bleiben wir bei dem Beispiel Twitter. Sie müssen genau das machen, was Sie jetzt gemacht haben. Die API wird abgeschaltet oder die Spezifikationen werden alle 5 Wochen geändert, dann hören die Leute auch irgendwann auf. Oder aber man macht es, was Google zum Beispiel für fleißige Abgreifer macht, man sagt, du brauchst einen entsprechenden Key dafür. Ne? Da ist das Thema auch durch. Und wem ich den gebe, kann ich ja wieder selber entscheiden. Aber ansonsten, wenn ich sowas habe, also die Nutzung von Schnittstellen, die ich hier vorgesehen habe, die ist auch genehmigungsfrei ansonsten. Es sei denn, ich sorge technisch dafür, dass sie die Genehmigung brauchen. Okay, dann gibt es noch so ein paar besondere Sachen bei Computerprogrammen. Bearbeiten, umarbeiten ist, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen dabei. Also ich glaube, wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten. Natürlich, jedes Mal, wenn ein Computerprogramm ausgeführt wird, ist es eine Vervielfältigung und diese Geschichten. Da brauchen wir uns, glaube ich, jetzt nicht darüber zu unterhalten. Das ist eigentlich klar. Was aber auch zum Urheberrecht gehört, ist jedes Bearbeiten und Umarbeiten, dass ich das als Urheber verbieten kann. Also du hast ein Plugin geschrieben und ich sage, ich kann dir da aber noch was besser beimachen oder ich will noch eine Zusatzfunktion, ich bastel die da rein. Kannst du sagen nein? Ja, kannst du. Du kannst durchaus sagen, ich will das nicht. Ich will nicht, dass du an meinem Plugin arbeitest. Das gibt es nur in der Version, wie ich sie geschrieben habe und sonst gar nicht. Du machst mir mein Plugin nicht kaputt. Plugin-Urheberrecht. Doch, Plugin-Urheberrecht kann ich zuerst mal. Wir sind noch nicht bei der GPL, wir sind noch beim normalen Urheberrecht. Da kommen wir gleich zu. Okay, also das sind alles so Einschränkungen, die ich habe, die ich machen kann. Und die, wir merken es schon, eigentlich für unser Umfeld, für unser WordPress-Umfeld, für unser Open-Source-Umfeld nicht passen. Ne? Es gibt dann noch, wie gesagt, weitere Sachen. Für diese Sachen, die dann nicht passen, dafür gibt es dann halt teilweise diese Open-Source-Lizenz. Da gibt es eine ganze Menge. Ne? Also wenn ihr allein mal auf der Seite von der von den einschlägigen Organisationen guckt, das gibt Listen, wenn ihr die ausdrucken würdet, braucht ihr ein Packen Papier. Die sind teilweise für spezielle Fälle da, also im Moment war ja mal wieder das Thema Open Fonts, da gibt es dann mit der SIL-Lizenz eine extra Lizenz für Zeichensätze, die auch darauf abgestimmt ist, die auch sinnvoller ist, als dann zum Beispiel die Apache-Lizenz zu nehmen. Und es gibt andere, die eher so allgemeine Lizenzen sind, die sich bemühen, eigentlich für alles einsetzbar zu sein. Für alles findet man nicht. Also für Fonts haben wir gesehen, gibt es eigene. Für Bilder gibt es auch, oder überhaupt auch für Inhalte teilweise, die Creative Commons Lizenzen. Ich glaube, keiner würde auf die Idee kommen, sein Bild unter GPL-Lizenz freizusetzen oder unter Apache-Lizenz. Gut, weil da alles jetzt einmal drunter. Ja, okay, also ich nehme es zurück. Es gibt Leute, die kommen auf die Idee, aber man sollte nicht auf die Idee kommen. Ne? Also es gibt teilweise Lizenzen, auch sehr weit verbreitete Lizenzen für bestimmte Verwendungszwecke. Und so gibt es dann auch halt gerade im Bereich der Computerprogramme spezielle Lizenzen. Sei es die GPL, sei es MIT, sei es Apache, das sind so die großen, ja, mit denen wir immer wieder zu tun haben. Die unterscheiden sich hauptsächlich in einem Punkt, nämlich in dem Punkt, was ist, wenn einer weiterverarbeitet. Da kommen wir aber gleich drauf, das Copyleft. So, nehmen wir mal die GPL, das ist ja die, die uns hauptsächlich interessiert, weil wir sind ja hier schließlich im WordPress-Umfeld. GPL interessiert uns auch dazu immer nur ab der Version 2. Es gibt drei Versionen, 1, 2, 3.
Version 1 ist mit deutschem Urheberrecht, überhaupt mit dem Urheberrecht der meisten Staaten außerhalb Amerikas nicht vereinbar. Wäre hier genauso, als wenn man leeres Blatt Papier nimmt. Hat sich auch dementsprechend nirgendwo großartig durchgesetzt, wird auch nirgendwo gebaut. Also ich wüsste im Moment auch kein Programm, was unter dieser Lizenz noch steht. Ab der Version 2 basiert das Ganze auf diese Berner Übereinkunft. Das war das, was ich eben erwähnte. Es gibt ein Berner Übereinkommen, wo sich Staaten geeinigt haben über gewisse Grundsätze des Urheberrechts. Unabhängig jetzt von der Frage, wie lange gilt es und so weiter, aber wo man halt sich darüber geeinigt hat, was ist denn überhaupt genau Inhalt des Urheberrechts und so weiter, wann gilt es. Auf der Basis basiert auch die GPL. Es war dann trotzdem immer noch fraglich, wie sieht das in Deutschland aus? Passt die oder passt die nicht? Nun hat die GPL gerade in der Version 2 einen sehr starken Vertreter, nämlich Linux. Der Kernel steht unter GPL-Lizenz, genauso wie das ganze Userland ja auch unter GPL-2-Lizenz steht. Das wollte man absichern. Und deshalb gibt es in Deutschland sogar seit der Urheberrechtsreform 2002 unter anderem so eine sogenannte Linux-Klausel, die dafür sorgt, dass tatsächlich diese Open-Source-Lizenzen in Deutschland im deutschen Urheberrecht angewandt werden können. Dass also kein Gericht mehr hier auf die Idee kommen könnte, zu sagen, ja, aber das haben wir hier in Deutschland nicht. Diese Lizenzen 2 und 3 ist auch ganz wichtig. Man sollte eigentlich meinen, das wäre ja alles, wäre nur eine Fortentwicklung. Die Lizenzen sind untereinander nicht kompatibel. Ne? Also ich kann nicht ein Programm aus der Version 2 nehmen und das mit einem es bearbeiten und meine Bearbeitung unter die Lizenz GPL Version 3 stellen. Geht nicht. Die sind nicht miteinander kompatibel. Man löst es bei den meisten Sachen dadurch, dass man sagt GPL 2 oder höher. Das heißt, der Benutzer kann, ist, wenn du willst, eine Doppellizenzierung. Also du kannst es nutzen unter der GPL-Lizenz Version 2 oder unter der GPL-Lizenz Version 3. Kannst du dir als Benutzer aussuchen, welche du gerne hättest. Es gibt Unterschiede, einfach, es gibt kleine Unterschiede beim Copyright, also beim Copyleft. Das, was... ich zeige es dir gleich, wenn wir dabei sind. Es geht einfach um die Frage, was muss eingeräumt werden später wieder. Die GPL-Version an sich, es gibt es in drei Geschmacksrichtungen. Es gibt einmal die eigentliche GPL-Version, es gibt diese Lesser-GPL-Version, da geht es einfach darum, Bibliotheken abzusichern, die in anderen Programmen wieder benutzt werden können. Mit dieser LGPL-Version hat man zwar immer noch die GPL-Regeln, aber nimmt die Benennungspflichten etwas zurück. Ich muss ja die Urheber benennen und mit der Lesser-GPL-Version nimmt man das und auch das Copyleft ein klein bisschen zurück, damit diese Bibliotheken besser benutzbar sind. Und es gibt noch eine Afero-GPL, also meistens als AGPL abgekürzt, die will zum Beispiel noch ein Problem im Cloud-Bereich lösen. Das Problem, was wir im Moment haben, ist bei GPL-Version, ein Hoster geht hin, hostet was als Software as a Service, macht Änderungen daran, der er die aber nur bei sich macht, müsste er sie nicht wieder zur Verfügung stellen, nicht öffentlich zugänglich machen. Mit der AGPL-Lizenz ist das Problem gelöst. Nein, er könnte das nach wie vor machen, aber er müsste die Änderungen wieder öffentlich zugänglich machen. Du hättest also einen Anspruch drauf, diese Patches, die er dann gemacht hat, auch wieder zu bekommen, damit du sie zum Beispiel auch wieder einpflegen kannst, was ja manchmal sinnvoll ist. No? Das will zum Beispiel diese GNU-Afero-Lizenz entsprechend dann ändern. Wie gesagt, 2 und 3 sind nicht direkt kompatibel, es sei denn, man hat dieses GPL 2 or later. Was ich auch sonst immer empfehle, oder man sollte direkt die 3 nehmen. Innerhalb dieser Versionsfamilie sind die miteinander immer kompatibel. Ne? Also ob ihr jetzt LGPL habt oder GPL, das ist dann egal. Wenn man jetzt was unter V3 stellt, auch V3 oder later, dann kann es ja auch nicht nachfragen, kann es ja auch
Ja, drei Uhr later kannst du auch schreiben, aber sagen wir so, solange das Plugin ja eh nur von dir gemacht wird, ist es ja egal, du kannst es ja jederzeit als Urheber umlizenzieren. Dir steht es als Urheber ja frei zu sagen, und die nächste Version gibt es unter der und der Lizenz. Kennen wir genug Beispiele, wo das ja auch gemacht wurde. Das Problem taucht immer dann auf, wenn du große Projekte hast mit sehr vielen Entwicklern, die dann zusammenarbeiten. Die müssten ja alle dann zustimmen, diese Umlizenzierung. Ne? Das ist der Grund, warum zum Beispiel der Linux-Kernel nicht umlizenziert wird auf 2 oder 2 Uhr later, sondern immer noch auf GPL2 steht, weil es einen maßgeblichen Entwickler gibt, der sich weigert. Ne? Auch wenn er jetzt gerade eine Auszeit nimmt. Aber solange das dein eigenes ist, ist es eigentlich egal. Ja. Ja, gut, das, was du einmal ja freigegeben hast, ne, dass du kannst zwar sagen, ich will es jetzt nicht mehr freigegeben haben, aber ne, der Geist, der schon aus der Flasche entwichen ist, der ist draußen. Ne? Also ich benutze zum Beispiel auf einer meiner Webseiten immer noch ein uraltes Theme, weil ich mal langsam austauschen muss. Das hat der Entwickler damals aus dem Repository rausgenommen bei WordPress und hat zukünftige Versionen plötzlich dann nur noch verkauft. Auch unter einer nicht freien Lizenz. Ja, aber die alte Version ist nach wie vor unter der freien Lizenz. Ich durfte nur seine nachfolgenden Updates dann nicht mehr dafür benutzen. Okay, wie gesagt, es gibt außer GPL auch noch andere. Ist oftmals ja die Frage, darf ich Sachen, die unter anderen Lizenzen bestehen, hier auch mit benutzen? Da ist man bei GPL in einer relativ leichten Position, weil GPL gehört zu den eher restriktiveren, was Copyleft betrifft. Aber das heißt, es darf keine Lizenz sein, die ein strengeres Copyleft hat. Die gibt es aber so gut wie nicht. Aber alle, die zum Beispiel keins haben, kann ich ohne Probleme aufnehmen. Also in ein GPL-Projekt kann ich alles, was BSD, zumindest wenn es nicht die Forclose ist, alles, was unter MIT oder unter einer Apache-Lizenz steht, verwenden. Umgedreht wäre das nicht der Fall. Klassisches Beispiel in dem Bereich, ihr kennt alles OpenOffice, LibreOffice. Ne? Die stehen unter unterschiedlichen Lizenzen. OpenOffice ist ja umlizenziert worden auf die Apache-Lizenz, als an die Apache Foundation ging. LibreOffice hat eine andere Lizenz, führt dazu, dass LibreOffice alle Patches, die bei OpenOffice eingereicht werden, benutzen darf. Gut, das sind nicht viele, aber immerhin. Ja, es war eine ganze Reihe, als IBM plötzlich dann da seine Sachen beitrug. Aber die Sachen, die OpenOffice macht, die LibreOffice macht, kann OpenOffice nicht übernehmen, weil die Kompatibilität in die eine Richtung geht, aber nicht in die andere Richtung. Ich kann in ein Apache-lizenziertes Projekt nicht Sachen mit einem starken Copyleft übernehmen. Ne? Also deshalb, auch das ist dann durchaus eine Sache. Jetzt haben wir die ganze Zeit Copyleft gesagt. Ich sehe schon, Redezeit ist vorbei, ich bin auch gleich fertig. Kurz zum Copyleft. Was heißt das? Copyleft heißt einfach, ich habe bei jeder Open-Source-Lizenz habe ich ja gewisse Freiheiten. Ich kann es beliebig benutzen, ich kann es beliebig bearbeiten, ich kann es beliebig distributieren, alles. Nur was wir gesehen haben, was eigentlich alles Genehmigungen braucht. Es geht hier nur um die Lizenz zum Bearbeiten. Nur die ist jetzt unser Problem. Die Lizenz zum Bearbeiten ist eigentlich auch frei bei den Open-Source-Lizenzen. Auch da wird generell genehmigt, du darfst es bearbeiten, du darfst auch den bearbeiteten Text dann wieder veröffentlichen oder benutzen und so weiter. Bei den Lizenzen, die wie die GPL ein starkes Copyleft haben, heißt es nur, du darfst es nur dann machen, wenn du deinerseits deine Bearbeitung wieder unter diese Lizenz stellst oder eine kompatible Lizenz. Da allerdings die GPL ein sehr starkes Copyleft hat, geht es eigentlich nicht mehr. Also wenn du jetzt unter GPL-Lizenzen bearbeitest, kommst du eigentlich kaum noch aus der GPL raus. Und da können wir uns von mir aus über AGPL oder LGPL unterhalten, aber du kommst aus der GPL eigentlich nicht mehr raus. Die Frage ist natürlich immer, was passiert, wenn einer das nicht tut? Also, wann tritt das auf? Das tritt auf WordPress bezogen zum Beispiel immer dann, wenn ich die Schnittstellen benutze, um wieder Sachen an WordPress zurückzugeben, um praktisch den Ausgabeprozess von WordPress zu beeinflussen und so weiter. Also wo ich auf den Verarbeitungsprozess in WordPress selber Einfluss nehme. Also die ganze Programmierlogik, die an den Schnittstellen hängt. Na, der Unterschied zu eben ist, was wir eben sagten, die APIs sind frei. Wenn ich es rausziehe und für mich selber bearbeite und nur selber dann mache, hier geht es
greife ich ja in den Verarbeitungsprozess dann in WordPress ein. Ne? Das ist nicht frei, das ist das Bearbeiten hier. Das müsste also wieder unter Copyleft stehen. Was ist denn, wenn ich jetzt ein Plugin entwickle, was zwar darin eingreift, aber ich es eben nicht unter einer GPL-Lizenz stelle? Eins ist klar, eins funktioniert nicht, was wir alle gerne hätten. Es ist nicht so, wenn ich es mache, dass es generell GPL ist. Ne, die ist, wir sagen es immer, Copyleft ist infektiös oder die GPL ist infektiös. Ja, im Sinne von, wenn einer es richtig macht, ist es wieder GPL. Aber ich kann keinen verpflichten, keinen zwingen, die Rechte auf seinem Urheberrecht zu verzichten. Wenn einer das nicht tut, tut das nicht. Aber was kann ich machen? Ich kann das Bearbeiten verbieten. Ich habe zu meinem Urheberrecht gehört ja auch, dass ich verbieten kann, dass du meinen Code bearbeitest und umarbeitest, dass du in den Code eingreifst. Das heißt, ich meine, wir unterhalten uns ja alle über ein bestimmtes Plugin, was die letzten Monate aufgetaucht ist. Ich kann nicht verbieten, dass die, ich kann nicht, die nicht zwingen, dass die dieses SEO-Plugin unter eine GPL-Lizenz stellen. Aber ich kann sagen, Jungs, wenn ihr das nicht macht, kann ich den Vertrieb dieses Plugins verhindern. Setzt natürlich voraus, dass ich selber die Urheberrechte an dem Programm habe, in das eingegriffen wird. Ne? Also sprich, ich brauche einen, der Urheberrechte an maßgeblichen Teilen von WordPress hat oder die Nutzungsrechte. Das ist ja nicht hier. Nee. Aber was heißt das auf gut Deutsch? Kann ich dieses Plugin einfach forken? Nein, dieses Plugin ist nicht GPL, also kann ich es nicht forken. Ich kann mir höchstens die Logik angucken und es neu programmieren. Bei einem Programm, was seit 5 Jahren ist, kaum noch gepflegt wird, gut, jetzt kam eine neue Update ja nochmal raus, aber dann dürfte das ja nicht so schwierig sein und vielleicht sinnvoll. Hm? Ja. Also gut, jetzt mal Themes, ganz kurz noch. Bei Themes muss ich natürlich unterscheiden. Wir haben eben gesagt, unter der GPL muss das stehen, was in den Verarbeitungsprozess von WordPress eingreift. Das heißt, die ganze Logik, die einprogrammiert worden ist. Ich weiß, das sage ich jetzt unscharf, weil Logik an sich ist nicht urheberrechtsfähig. Aber alles, was da programmiert worden ist, das steht unter der GPL. Was natürlich nicht in den Verarbeitungsprozess von WordPress eingreift, ist das ganze Design. Ne, also, wenn da irgendwo was drin ist, du machst deine Themes, dein CSS muss nicht unter GPL stehen. JavaScript unter Umständen auch nicht, falls wenn es nicht Zurücklieferungen gibt, die dann wieder verarbeitet werden. Ja. Ja, oder sie nur in der Ausgabe verwende, für meine eigene Ausgabe. Ne, da kann ich dann durchaus, ich kann das auch splitten. Aber typischerweise stehen die Dinger ja komplett unter GPL. Das gilt sowohl für alles, was im WordPress-Repository steht, als auch zum Beispiel selbst TeamForest und so hat auch für diesen Teil die GPL vorgesehen, nur für den reinen CSS-Teil nicht. Wenn das aber GPL ist, dann darf ich es beliebig ändern. Und das heißt, dann darf ich auch unten diesen Footer stolz präsentiert von unter tatkräftiger Werbefinanzierung durch. Das darf ich rauswerfen. Wenn es nicht GPL ist und er will es nicht, wenn es nicht GPL ist, brauchst du deine Zustimmung für die Veränderung. Wenn es nicht weiterveröffentlicht. Ja. Wenn ich nur auf meinem Blog das Theme einsetzen würde, dass ich weiterveröffentliche. Ja, natürlich. Übrigens, du veröffentlichst es damit weiter. Nee, den Quellcode nicht? Nee, den Quellcode nicht, aber das Ergebnis, wo das dann entsprechend drin steht. Aber du dürftest es nicht ändern. No? Eben. Ja, das ist genau das Problem. Aber ich meine, er hat ja ein Recht. Er hat wirklich das Lizenzrecht von WordPress gebrochen. Er hat gesagt, ich schränke das Recht ein, aber dass er nicht durfte. Die Folge ist aber nicht, dass es dann zwangsweise GPL ist. Das wäre die schönste Folge. Aber das geht leider weder im deutschen Recht noch in anderen Rechtsjurisdiktionen. Ja,
er nimmt es sich raus, was dazu führt, dass der Inhaber der Urheber- und Nutzungsrechte an WordPress es ihm untersagen kann. Das Problem ist da natürlich, dass in der Open-Source-Szene selten mal zu diesem rechtlichen Hammer gegriffen wird. Obwohl es auch da Fälle gibt, so ist es nur nicht. Ne? Ich will kein Spielverderber sein, aber weitere Fragen bitte mal in der Pause an den Moment. Sorry. Okay. Wer die Folie nachlesen will, wie gesagt, es gibt sie da. Nicht wundern.